Singapur ermöglicht ab Mittwoch Transit für Reisende mit Reiserouten nach Indonesien. Singapur wird am kommenden Mittwoch, 22. September ab 23.59 Uhr Reisenden mit Reiserouten nach Indonesien die Durchreise ermöglichen. Nur Passagiere, die mit einer Fluggesellschaft reisen, deren Umsteigeroute über Singapur von der Civil Aviation Authority in Singapur, CAAS, genehmigt wurde, dürfen am Changi Airport in Singapur umsteigen. Die Reisenden werden empfohlen, die Vereinbarungen mit den Fluggesellschaften zu bestätigen, mit denen sie fliegen möchten, bevor sie ihre Flugtickets kaufen. Sie können auch die Webseite des Flughafens Changi besuchen, um weitere Informationen zum Transit durch Singapur zu erhalten. Bisher dürfen alle Reisenden mit einer 21-tägigen Reiseroute nach Indonesien nicht durch Singapur reisen. Und diejenigen, die nach Singapur anreisen, müssen sich zusätzlich durchs Polymerase bei der Ankunft einem Antigen-Schnelltest ART unterziehen. Reisende mit Reiseerfahrung in die folgenden Länder oder Regionen dürfen nicht durch Singapur reisen. Ab dem 22. September 2021 um 23.59 Uhr dürfen alle Passagiere mit einer 21-tägigen Reisehistorie nach Indonesien durch Singapur reisen. Sie müssen jedoch innerhalb von 48 Stunden vor Abflug nach Singapur einen Covid-19-PCR-Test durchführen und einen gültigen negativen Testbericht erhalten. Da sieht die Situation in Indonesien verbessert hat, teilte das Gesundheitsministerium in einer Medienmitteilung am Freitag mit, dass Passagiere, die innerhalb der letzten 21 Tage vor dem Abflug nach Singapur nach Indonesien reisen werden, dürfen kommenden Mittwoch über Singapur reisen. Darüber hinaus müssen sich Reisende aus Indonesien, die nach Singapur einreisen, nur einem PCR-Test bei der Ankunft unterziehen. Diese Anforderung ist für Transitreisende mit einer 21-tägigen Reiseroute in Länder, Regionen der Kategorie 1 ausgenommen. Transitreisende mit einer 21-tägigen Reisehistorie in ein Land, eine Region der Kategorien 2 bis 4 müssen innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug nach Singapur einen Covid-19-Polymerase-Kettenreaktion-Test, PCR-Test, ablegen. Nur Reisende mit einem gültigen negativen Covid-19-PCR-Testbericht dürfen an Bord ihres Fluges oder ihrer Fähre für den Transit in Singapur gehen. Diese Reisenden unterliegen Grenzmaßnahmen der Kategorie 4. Sie müssen in speziellen Einrichtungen eine 14-tägige Stay-Home-Notice SHN ausstellen und an drei dieser Tage selbst verwaltete Arzt durchführen. Inzwischen hat die Multi-Ministry Task Force ihre Länderrisikoklassifizierung aktualisiert. Ab Mittwoch 23.59 Uhr werden Polen und Saudi-Arabien in die Kategorie 2 aufgenommen und schließen sich Länder wie Australien, Brunei, Kanada, Deutschland, Neuseeland und Südkorea an. Reisende aus Ländern der Kategorie 2 müssen bei der Ankunft eine PCR-Test durchführen, einen 7-tägigen SHN in einer Unterkunft oder einem selbstversorgten Hotel servieren und führen Sie am Tag 7 einen SHN-Exit-PCR-Test durch. Am Mittwoch 23.59 Uhr werden Bulgarien, Tschechien, Frankreich, Lettland, Portugal und Spanien in die Kategorie 3 aufgenommen. Geimpfte Reisende aus diesen Ländern können beantragen, ihre 14-tägige SHN in eine geeignete Unterkunft ihrer Wahl, Wohnadresse, Hotel oder Service-Appartement zu erbringen.
Ungeimpfte Reisende müssen sich weiterhin einer 14-tägigen SHN in inspektiven Einrichtungen unterziehen. Ausländische Reisende, die in Singapur durchreisen, benötigen kein Einreisevisum, wenn sie ihren Transit abschließen können, indem sie sich im Transitbereich des Flughafens Changi, Terminals 1, 2, 3 und 4 aufhalten, ohne die Immigration zu passieren. Einige Fluggesellschaften verlangen möglicherweise, dass Reisende die Singapur-Immigration für den Transit passieren, da sie nicht über die erforderlichen Transiteinrichtungen im Transitbereich des Flughafens verfügen. In solchen Fällen sollte der Reisende auf der ICA-Hauptwebseite überprüfen, ob er ein Einreisevisum beantragen muss. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches der oben genannten Szenarien auf Sie zutrifft.